Green light, green light. Go, go, go. Thank you.
Radio check. We'll be right back.
Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Motorsportfreunde. Hier genau pünktlich zum Quali von unserem Rookie Cup 2022 in ACC. Also unser erster Rookie Cup hier von der RVGT. Auch noch live auf Twitch hier. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Hier in Zolder auf Lauf Nummer 3. Sehr interessantes Feld. Wieder mal mit dabei. Und ich muss sagen, es ist eine ist die anspruchsvoll oder nicht? Ich sag mal, es gibt schon ein, zwei tricky Stellen. Aber hier mit dem GT4 Ginetta, denke ich, sollte das dann doch schon halbwegs vernünftig laufen. Hier, glaube ich, ist auch so ein Knackpunkt auf hier diese wirklich hart runterbremsen, dann 90 Grad. Ich glaube, da gehst du erste, zweite Gang. Da gehen wir gleich mal onboard bei einem rein, wo wir das Vertrauen haben, dass der uns hier einmal sauber über die Strecke führt. Ich bin sehr gespannt. Die ersten Fans sind natürlich schon wieder hier an der Seite angebracht. Biscuit, hallo, schönen guten Abend, dass du da bist. Misrado, hallo. Ja, Timo Löw, wo ist er? Wo ist mein Schätzchen? Wo ist mein Schätzchen? Da ist er. Da ist er, steht noch in der Box, ist noch nicht gefahren. Mal sehen, wann er hier gleich rausfährt. Ich bin sehr gespannt. Oh, da ein wilder Drift. Wer war das? Einmal kurz schön Räder aufwärmen. Mal gucken. Gehen wir mal durch. War ein orangenes Auto. War das Vincent? Glaube ja. Alexander Heim auch mit am Start hier heute. Hier der Lehrer der Rookies, würde ich behaupten. Schön. Letztes Rennen war er nämlich nicht damit dabei. Lauf 2. Da war er, hat er keine Punkte mitnehmen können. Benny Rutkowski auch mit dabei. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hier von Mark Racing. Ja, einige spannende Rennen werden heute, oder also einige, zwei Stück sind es, zweimal 20 Minuten hauen wir hier euch gleich um die Ohren. Ich bin da mal sehr gespannt, wie es sein wird. Also wirklich bin ich gespannt, wie es sein wird. Ich muss sagen, Frau Brands Hatch, holla die Waldfee, ich glaube, da hat die Reko im Nachgang mal ordentlich was zu tun gehabt. Denn da war, vom Stream auch schon her, muss ich sagen, doch schon einiges zu tun. Oder einiges zu sehen, was da nicht ganz okay war. Aber ja, mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Die Jungs, die haben doch schon schöne Fights gezeigt. Das auf jeden Fall haben sie da schöne Fights gezeigt. Und deswegen freue ich mich umso mehr hier auf dieser Strecke. Wir haben eine schöne weitläufige Strecke. Aber wie ich schon sagte, es gibt hier ein, zwei kleine Knackpunkte. Ein, zwei kleinere Stellen auf der Strecke, wo ich sage, da muss man dann doch schon ordentlich treffen. Ansonsten schießt es einen dann doch mal ziemlich weit geradeaus. Aber ich denke schon, dass hier die Rookie-Lehrer den Rookies dann gezeigt haben, wo man hier richtig fahren kann. Ja, da gebe ich dir recht, Biscuit. Also definitiv, du musst in den Flow reinkommen. Ist eigentlich ja, also ne, klar, das sagt man eigentlich von jeder Strecke. Aber wie gesagt, du hast halt wirklich so ein, zwei Knackpunkte, wo ich sage, boah, die musst du wirklich auch, da musst du wirklich im Flow sein, um die gut zu treffen. Ja, also ich sag mal, Brands Hatch letzte Woche, da hast du so, ich sag mal, da ist die letzte, vorletzte Kurve, ja, die ist auch manchmal ein bisschen tricky, wenn du die falsch anbremst, dann schießt sich auch zu weit raus. Aber hier, wir gehen jetzt mal direkt onboard mit Danny Rutkowski. Sind wir auf der richtigen Seite? Jawohl, sind wir. Beziehungsweise wir sind auf der falschen Seite, weil er sitzt auf der richtigen Seite. Aber mal gucken. So. Also hier, muss ich sagen, geht noch eigentlich schön durch die SS. Hier ist so, finde ich, der erste Knackpunkt, den zu treffen. Rausbeschleunigen, sehr, sehr, sehr wichtig. Hier, genau, dann erstmal voll durchbeschleunigen. Moment. Und dann hier, das ist auch eine Stelle im GT3 ein bisschen eklig, denn du kommst da über so einen Popel drüber. Hier mit dem GT4 geht's aber, haben wir gerade gesehen. Sondern hier auch eine Kurve, die geht. Wenn du die gut triffst, kannst du hier richtig Schwung mitnehmen. Dann geht's hier nochmal leicht runterbremsen, sehr eng anfahren, weit raustragen lassen. Genauso wie da vorne. Ich weiß gar nicht, wer ist das denn jetzt da genau da vor ihm? Müssen wir gleich mal gucken. Und dann kommen wir, glaube ich, für mich finde ich den Knackpunkt überhaupt auf dieser Strecke. Ich glaube da. Da werden es den einen oder anderen wird es da mal raushauen. Und zwar ist das hier. Hier den Bremspunkt zu finden. Hier hart runterbremsen.
Schön gemacht hier von Danny Rukowski auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr schön rumgekommen. Na, da sieht man, da hat dann doch ein bisschen der Schwung gefehlt von dem Vordermann von ihm. Ich muss mal gucken, wer ist das? Das dürfte Landwehr? Nee, dürfte Landwehr ist nicht. Das sind alles ein rotes Auto gefahren. Das ist der Andreas gewesen? Nee, auch nicht. Dann gehen wir mal direkt raus. Wer war denn das nochmal mit dem roten Auto? Ich glaube, das war Vater und Sohn, oder? Nee, der steht in der Box. Ist der Sohn denn dabei und draußen? Nee, auch nicht. Ja, finde ich jetzt leider gerade nicht. Sehr, sehr, sehr schade. Ah, Thomas Kübler war es. Ja, Thomas Kübler hat meiner Meinung nach nicht geschafft. Da in dieser Kurve ist er erst zu langsam gewesen, hat den Curb innen berührt, hat sich dann viel zu weit austragen lassen, da auch nochmal viel zu viel Schwung verloren. Aber ja, ist immer noch vor Danny Rukowski gewesen. Der guckt vielleicht gerade noch ein bisschen, ob er vielleicht nochmal was kopieren kann. Die Zeit von Thomas Kübler gar nicht mal so schlecht. Momentan 8. Position. Allgemein gar nicht mal so schlecht. Wir haben 20 Fahrer auf dem Server, beziehungsweise Pace Nesca, wollte ich gerade sagen. Pace Car müssen wir natürlich mit abziehen. 19 Fahrer auf dem Server. Ist gar nicht mal so schlecht. Kleines, feines Feld hier. 2x20 Minuten. Das kriegen wir hier richtig schön gewuppt auf jeden Fall. Hat man gesehen jetzt hier Anfahrt, ja, in Richtung Schikane, da auch Thomas Kübler wieder viel zu weit rausgekommen. Also da wirklich der dritte Sektor, finde ich, ist hier dann doch der schwerste Sektor auf dieser Strecke. An für sich, wie gesagt, eine schöne Strecke, aber da glaube ich, na, da wird schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und aber ich glaube, da können wir uns auf einige Zweikämpfe gefasst machen. Wir gehen jetzt einfach mal durchs Feld, denn wir haben nur noch 6 Minuten auf der Uhr und gucken uns einfach mal an, wer denn hier momentan wo ist und wer momentan wo starten wird. Also, momentan auf 1 haben wir hier unseren Joel Tilner, Team Nose Bubble, hier unterwegs auf der 1. 1:46, 3:90 auf der Uhr. Dann haben wir auf dem zweiten Platz Michael Steinbeck. Hier auf mit einer, was ist das? Das ist eine 46. Jetzt muss ich kurz gucken. 46.847. Also mal ein ganz, ganz schönes Stück dahinter. Also da, ja, was halt ganz schön. Eine halbe Sekunde ist es auf jeden Fall. Also da wollen wir uns nichts vormachen. Das ist, da gibt es auch schon engere Rennen, die wir gesehen haben. Dann haben wir Danny Rukowski, zweite Position, 47.085. Also da geht es dann schon direkt wieder. Noch mal ein bisschen weiter, beziehungsweise der Abstand zwischen P2 könnte noch machbar sein. Das sind nur 2 Zehntel. Also das ist einfacher, als natürlich eben wie eine halbe Sekunde zu finden. Dann haben wir Dirk Landwehr wieder. Super Quali bis jetzt. Hier auf Position 4 unterwegs. Der hat eine 47,2. Dann Daniel Stuhl hier wieder richtig gut. Daniel Stuhl, ist sein Bruder da, Andi Stuhl? Gucken, 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 gucken. Ja, Andi Stuhl auch da, Position 10. Was ist denn hier auf einmal los? Also meiner Meinung nach war es einfach so, also ihr könnt mich ja berichtigen, ihr seid ja auch oft genug dabei, aber ich meine doch immer, dass der Andi schneller war. Vor allem in Race Room war Andi, meine ich, schneller als Daniel. Aber hier scheint es sich anscheinend besser auszugehen für Daniel Stuhl. Momentan 5. Position, 47,37. Dann haben wir Vincent Joel, 47,486. 6. Position hier, Team Randall Racing. Dann Morten Angstmann hier, der ist auf der 7. Position schon mit einer 48,125. Das sind fast 2 Sekunden zwischen P1 und P7. Das ist natürlich ein ordentlicher, ordentlicher Sprung. Dann haben wir Marc Speller, der hier auf der 8. Position momentan ist. Brands Hatch war gar nicht mal so schlecht von ihm. 1, 2 Fehler eingebaut, die dann deutlich in die Hose gingen und dann ganz, ganz weit nach hinten gereicht worden ist. Aber hier momentan genau 2 Sekunden hinter P1. Also wirklich auf den Zehntel genau, auf meiner Uhr hier, die ich hier habe. Bei euch steht es ein bisschen anders. So, dann haben wir den Ralf Kettern, Position 9, 1:48,460. Gar nicht mal so schlecht hier auch wieder Ralf unterwegs. Andi Stuhl, 10. Position, 1:48,465. Steht in der Box, also momentan viele Fahrer in der Box. Also da scheinen
die Fahrer dann doch zufrieden zu sein mit ihrer Zeit. Ich bin gespannt, wie zufrieden sie damit sind. Also hier scheint der ein oder andere sich nicht mehr verbessern zu können oder zu wollen. Dann haben wir Thomas Kübler hier. 1,48, 4,77. Relativ eng beisammen. Also ich muss sagen, P7 bis 11 ist wirklich, wirklich nah. P12 auch. Der Andreas Häuft auch sehr nah. Also da kann sich wirklich, wirklich mal eben ganz schnell was tun. Dann haben wir Michael Hegenbart hier. Der steht auch in der Box. Benjamin Estorf, Team Nose Bubble, steht auch schon in der Box. Auch anscheinend sehr zufrieden. Dann haben wir Timo Löw, der hat keine Zeit gesetzt. Jan Mertens, auch wieder dabei. Keine Zeit gesetzt. Dann haben wir den Michael, ich hoffe, ich habe das jetzt, Heldenjack, haben wir hier auf der 18. Position keine Zeit gesetzt. Der wird auch, denke ich mal, keine Zeit mehr setzen, denn wir haben nur noch 3 Minuten auf der Uhr, dann müsste er sich jetzt langsam entscheiden, loszufahren. Alexander Heim, keine Zeit, steht in der Box. Und Felix Michel, der ist 2 Runden mal gefahren, hat aber keine gültige Zeit gesetzt, aber jetzt mal gucken, ob jetzt mal hier was kommt. Aber auch sehr schlecht. Die Zeit war nicht gültig, aber auch, muss man sagen, sehr, sehr, sehr schlecht. Da sind wir schon bei 1,50er Zeiten. Und das wäre, das wäre P13 momentan. Denn Michael Hegenbart, 2 Minuten 6. Achso, das waren nur die letzten Runden. Entschuldigung, da sind die in die Box gefahren. Nee, das wäre fast letzte Position. Es gibt nur einen, der langsamer gewesen wäre. Und das ist Benjamin Estorf. Aber mal sehen, was Felix Michel hier jetzt macht. Super Rennen eigentlich gehabt, aber auch mit Schwierigkeiten in Brands Hatch. Da muss er aufpassen. Dreckige Räder. Ja, kommt hier auch wieder sehr weit raus. Eieiei. Guten Abend, Funky. Go Timo, ja, ich drücke ihm auch schon meine Daumen. Also wenn da Merch gibt, ne, sagt er Bescheid, kaufe ich sofort. Ich bin einer der größten Fans hier. Ja, hier auch gut durchgekommen. Sieht noch ein bisschen aggressiv hier aus gerade. Also muss ich sagen, das könnte smoother aussehen. Da auch wieder hart beim Anbremsen über den Körper. Und da seht ihr, was ich meine. Schießt hier drüber, hat den Anbremspunkt nicht zu, ja, nicht passend gewählt, muss man einfach sagen. Und schießt dann natürlich drüber. Und ja, hat dadurch jetzt natürlich wieder die Runde versaut. Hat jetzt noch einmal die Chance, hier eine Runde zu setzen. Muss aber wirklich aufpassen. Aber seine Fahrweise hier gerade, muss ich sagen, sieht sehr, sehr, sehr aggressiv aus. Da muss er viel mehr Flow reinkriegen. Denn das kann auf Dauer nicht gut sein. Auch wenn wir nur 2x20 Minuten fahren, das tut richtig, richtig weh. Ich bin mal gespannt, wenn Timo jetzt von hinten starten wird. Ich denke es auch mal, weil er hat keine einzige Runde gefahren. Und ja, vielleicht will er ein bisschen Ruhe reinbringen. Ist auch okay. Lass ihn von hinten starten, guckt sich das an, sammelt da so ein bisschen die Leichen auf. Und mal sehen, vielleicht wird ihm das ja belohnen, so wie in Brands Hatch. 1-2 Positionen wird er vielleicht gewinnen. Ja, wollen wir hoffen, Funky, wollen wir hoffen. So, letzter Versuch hier, Felix Michel. Also es sind noch einige auf der Strecke unterwegs. Wir können mal schnell durchblicken hier. Da vorne wieder einer sehr weit. War das Felix Michel? Nee, Felix Michel fährt ja ein anderes Auto, stimmt. Also Felix Michel ist hier noch unterwegs. Steinbeck ist unterwegs. Kommt jetzt. Nee, doch, Steinbeck haben jetzt über Ziel. Konnte sich aber nicht mehr verbessern. Joe Tanner hat sich aber mal ganz schön verbessert hier. 1,45, 9,10. Mega, mega Zeit von ihm. So. Steinbeck hat sich nicht verbessert. Daniel Stuhl kommt hier auch gleich über Start und Ziel. Mal sehen, ob er vielleicht eine kleine Verbesserung mit eingebaut hat. Nein, leider nicht. Gelbe Flaggen haben wir. Wir haben gelbe Flaggen. Wo haben wir die gelbe Flagge? Lass es nicht Felix Michel sein. Doch, es muss Felix Michel gewesen sein. Denn der steht in der Box. Der hat keine Zeit setzen können. Eieieiei, was ist da los? Marc Speller, der ist auch noch unterwegs. Kann er die Runde noch zu Ende fahren? Müsste, meiner Meinung nach. Mal sehen, ob da noch mal was kommt.
Sonst sind alle Jungs vor ihm abgewunken. Und noch, nur noch Mark Gegenwart, der noch unterwegs ist. Wo ist der unterwegs? Der bremst jetzt hier die Schikane an. Ja, gut getroffen, muss man sagen. Ja, aber ein bisschen langsam. Das sieht man, da kam er da innen wieder auf den Körper. Lässt sich dann hier zu langsam raustragen. Das sah auch nicht so gut aus, die Linie. Aber mal gucken, ob er sich trotzdem verbessert. Da konnte die Zeit dann doch nicht mehr genommen werden, oder? Nee. Konnte die Zeit nicht mehr genommen werden. Sehr, sehr, sehr schade. So, wir gehen direkt mal in die Helicam. Da gucken wir uns das ganze Spielchen hier nochmal von oben an. Also, da vorne haben wir Joel Tillner auf 1. Dann haben wir auf 2 Michael Steinbeck. Dann haben wir Daniel Stuhl auf der zweiten Position. Danny Rutkowski, dritte Position. Vierte Position, Entschuldigung. Ich kann schon nicht mehr zählen. Dann Dirk Landwehr, fünfte Position. Vincent Joel, sechste Position. Morten Angsmann, siebte. Thomas Kübler, achte Position. Max Speller, neunte. Dann Ralf Kettern, zehnte Position. Andi Stuhl, elfte Position. Andreas Häuf, zwölfte Position. Michael Hegenbart, 13. Position. Benjamin Esdorf, 14. Position. Dann haben wir Timo Löw, 16. Jan Mertens, 17. Position. Sein Teamkollege, der andere Rookie-Lehrer, hier auf der 19. Position. Michael Helvenjak steht noch dazwischen auf der 18. Position. Felix Bichel auf der 20. Position. Bin wirklich, wirklich sehr gespannt. In 30 Sekunden geht's los. Die Fahrer hier. Düsen dann auf jeden Fall davon. So, nicht wundern, der Audi da, der setzt sich in Bewegung. Das ist das Pace Car. Safety Car. Das geht jetzt los und nimmt hier die Fahrer mit. Erstmal schön im Single File. So, nicht wundern, das wird jetzt hier nochmal ein bisschen durchgewürfelt. Dadurch, dass das Pacecar mittendrin stand. Mittendrin stand nur dabei. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Andrew Tillner hat sogar schon eine kleine Lücke. Also da müssen die Jungs alles nochmal ein bisschen aufschließen, bevor es gleich in den Double File geht. Bevor es hier dann in Richtung Start und Ziel geht. Und ansonsten werden die den jungen Mann hier verlieren. So, ich denke mal, Double File wird jetzt hier nach der Schikane gebildet. Ja, ihr seht es auch schon. Oh, ja, stimmt, die sind noch ghosted. Ich wollte gerade sagen, jetzt fahren die sich doch schon in die Karre. Aber alles gut.
So, wir sehen da schon, das Safety Car geht auf die Bremse, sammelt das Feld jetzt da ein. Und ihr seht's. Mann, leichte Schlangenlinien, aber wir sind noch hier im Rookie Cup. Die Jungs, die müssen dann noch richtig lernen, wie das funktioniert. Da bin ich gleich mal richtig, richtig gespannt hier. Joel Tilner gibt hier gleich das Tempo vor. Beziehungsweise darf nur 70 fahren. Das Safety Car ist jetzt drin und sobald grün ist, dürfen die Jungs hier auf den Pinsel treten. Green light, green light. Ampeln sind auf grün, die Jungs dürfen losbeschleunigen. Guter, guter Start hier von Michael Steinbeck. Hat hier Joel Tilner fast schon überrascht und Turn 1 gehört aber trotzdem Joel Tilner, denn der ist innen. Vorsicht, da hinten wird fast Free Ride gebildet mit Thomas Kübler und Marc Speller. Marc Speller innen, gibt es da nochmal die Berührung? Nein, kein Impact dahin. Alles klar. Gut gegangen. Oh, doch, liegt jetzt auch nochmal in den ersten Impact. Heieiei. Marc Speller geht aber nochmal ganz stark auf die Bremse. Er schreckt damit da hinten ein bisschen die Kontrahenten. Ralf Kettern, Andi Stuhl und Andreas Häuf, die da ein bisschen am Auflaufen sind. Dann haben wir hier Andi Stuhl und Ralf Kettern im Zweikampf gewesen. Und Andi Stuhl hat da die Nase vorn, hat Ralf Kettern überholt. Nicht wundern, wir sind hier in der ersten Runde. Das mischt jetzt hier nochmal richtig, richtig schön frisch die Karten im Tableau. Aber bis jetzt sieht es eigentlich sehr gut aus. Ich muss sagen, hier kam alles sehr, sehr gut durch. Ah, Andi Stuhl ist hier mit dem grünen Fahrzeug. Warum ist denn... Habe ich schon wieder keine Lippen drauf? Heieiei. Nein, anscheinend nicht. Da scheint irgendwas schon wieder kaputt gegangen zu sein. Ich verstehe es nicht. So, aber hier, Benjamin Esdorf, der hat eine Position gut gemacht, ist von 13 gestartet, ist jetzt schon auf der 12. Position. Dann haben wir 10. Position sogar, hat Ralf Kettern hinter sich gelassen. Jan Mertens schon vor bis auf 13. Position, Andreas Häuf hat auch letzte verloren am Start. Alexander Heim, hier die zwei Rookie-Lehrer, die sind auf dem Marsch nach vorne. Ratiert im Zweikampf mit Andreas Häuf. Kam gut da raus aus der Schikane. Der schon gemacht, lässt aber hier, zieht, steckt nochmal zurück, will es da nicht übertreiben. Aber Michael hier, ich glaube, das ist der Vater, der Sohn heute nicht mit dabei. Momentan 16. Position, Felix Michel 17. Position, Michael Hegenbart 18. Position, Timo Löw in 19. Position. Ganz, ganz nah dran hier an Hegenbart. Ich bin mal sehr gespannt, Hegenbart, ob die zwei hier einen schönen Fight öfter mal miteinander haben. Aber sieht man schon, Timo Löw da besser auf der Bremse, konnte direkt wieder schließen, aber beim Rausbeschleunigen fehlt es dann da noch mal ein bisschen. Vorne fährt ist seelenruhig. Joel Tilner, die Führung auf dem Podium, auf P1, baut den Vorsprung immer, immer weiter auf. 1,3 Sekunden jetzt schon. Auf Steinbeck und Stuhl nochmal eine Sekunde dahinter. Also hier wird, glaube ich, nicht viel anbrennen. Stuhl wiederum muss aufpassen hinter ihm. Danny Rutkowski, Vincent Joel, Dirk Landwehr. Also das ist ein richtig schönes Quartett hier. War noch ein bisschen gestretched zwischen Rutkowski und Joel. Aber oh, da könnte noch was gehen. Da könnte was richtig Schönes gehen hier. Da schließt sich jetzt sogar schon Morten Angst mal mit an hier. Der auf der 7. Position liegend. Also haben wir jetzt hier ein schönes 5er-Pärchen unterwegs. Und die werden das bestimmt noch 16 Minuten lang hier richtig am Brennen lassen. Benjamin Esdorf auch sehr gut unterwegs hier. 8. Position momentan. Richtig gut am Vorpushen. Hinter ihm Thomas Kübler jetzt und Marc Speller. Die zwei hat er mal ebenso im Schlaf anscheinend überholt. Das ist ganz, ganz schnell an uns vorbei. Boah, Marc Speller da mit einem Riesenverbremser. Heieieiei. Boah, juhui, da war aber nur noch Briefmarkenplatz. Also, puh, das war fast eine Postkarte für nach Hause. Aber alles nochmal gut gegangen.
Thomas Kübler kann weiterfahren. Ist ganz, ganz knapp daran vorbei kuschiert. Oh, da steht einer quer. Wer ist das? Wer ist das? Wer wird da gerade überholt? Gucken, gucken. Ist das Benjamin Estorf? Nein, Benjamin Estorf ist nicht. Ah, das ist Morten Angstmann, der sich da gedreht hat. Eieiei. Übel, übel die Stelle. Und auch noch verkehrt rum. Ganz nach hinten gereicht jetzt hier. Sehr, sehr, sehr bitter. Ivo Löw geht da noch dran vorbei. Nein, verzögert. Geht da nicht dran vorbei. Dadurch jetzt Benjamin Estorf. Freie Fahrt nach vorne. Nach hinten nicht zu befürchten gerade. Siebte Position hier gerade für ihn. Also das Quali sah erst ganz, ganz, ganz schlecht für ihn aus. Und jetzt aber das Rennen. Nach 5 Minuten Fahrt, muss man sagen, sieht richtig, richtig gut aus. Sein Teamkollege Joe Chilner da vorne. 1,5 Sekunden. Hat erst richtig schön angegast, aber jetzt lässt er ein bisschen nach, beziehungsweise Steinbeck kommt anscheinend in den Flow hinein. Lässt da Joe Chilner nicht ganz mal eben so schnell abhauen. Während die zwei aber hier einen riesen Vorsprung schon vor Daniel Stuhl haben. 2,3 Sekunden, also das ist mal enorm. Aber Daniel Stuhl auch gut unterwegs. Der kann sich nämlich hier auch von dieser Truppe trennen. Da ist jetzt nur noch übrig geblieben. Danny Rutkowski, Vincent Drell, ja, Dirk Landwehr, der hängt da so ein bisschen nach. Muss aber aufpassen, Benjamin Estorf, der verkürzt hier den Abstand immer, immer mehr. 1:46.109 hier. Was eine Bombenzeit. Ah, Timo Löw, der verliert hier wirklich immer mehr, das Training da hätte vielleicht noch mal ein bisschen ausgebaut werden müssen. Letzte Runde. 1:54, beste Runde, die gewinnt. Ah, das ist die. Ui, er hat also noch keine gültige Runde geschafft. Eieiei. Seine beste Runde wird mir gerade angezeigt mit 4 Minuten 55. Also da, Timo, ich drücke dir die Daumen. Gutes Gelingen, komm gut durch. Guck mal weiter nach vorne. Benjamin Estorf, der ist jetzt relativ schnell rangefahren. 0,5 Sekunden einfach mal in dieser Runde verpufft. Also der ist richtig on fire. Der hat richtig gut trainiert. Da jetzt schon wieder 1,2 Sekunden vom letzten Sektor aufgeholt. Also der schließt jetzt hier immer, immer mehr auf der Landwehr auf. Auf Vincent Joel, Danny Rutkowski. Also hier ist jetzt ein neues Quartett entstanden. Und davon gerade souverän schnellster von den Vieren ist Benjamin Estorf. Da Vincent Joel ein bisschen weit rausgekommen. Aber Benjamin Estorf auch richtig gut. Schnellste Rennrunde jetzt hier für ihn. 1:45, 1:37. Da kommt Dirk Landwehr ein bisschen weit raus. Sticht Benjamin Estorf mal durch. Nein, immer noch im Too weit hier durch die SS. Aber da verliert Dirk Landwehr jetzt viel, viel, viel an Geschwindigkeit. Hat den Körb doch sehr wild mitgenommen. Lässt sich hier ein bisschen weit austragen. Doch sehr eng jetzt hier für Benjamin Estorf da außen rum zu überholen. Zieht auch nochmal zurück. Will es hier nicht übertreiben. Hier jetzt nochmal schön bergauf. Blindes Anbremsen hier für die Kurve. Ah, das macht das sehr, sehr, sehr gut, muss man sagen. Jetzt aber der Angriff hier. Bremst sich da richtig schön rein. Super gemacht hier. Keine Kontermöglichkeit hier für Dirk Landwehr. Und damit hier Benjamin Estorf jetzt auf Position 6 vorgefahren. Also der Junge, der ist heute richtig heiß. Der will es auf jeden Fall wissen. Der will ganz nach vorne. Ja, da sieht man schon, da ist dann doch ein bisschen mehr Erfahrung hinter. Die Linie sieht viel sauberer aus als hier von manch anderen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt hier, Windschatten bleiben, spät rausziehen. Vincent Joel versucht über Kampflinie zu fahren, der will den Platz hier verteidigen. Es geht sich um Position 5. Fährt erst ganz nah Richtung Boxenmauer.
sieht dann aber ein, dass er da nicht gegen ankämpfen kann. Und lässt jetzt hier Benjamin Estorf ziehen. Benjamin Estorf, letzte Runde. Eine 1,46, 5,64. Also der ist mal richtig hot. Also was mit dem los ist, da sollten sie mal den Rennsprit auf jeden Fall mal prüfen. Da scheint irgendwas nicht mit zu stimmen. Nächste Position für ihn, worum es geht, ist Danny Rutkowski, Position 4. Mal eben in welcher Runde befinden wir uns? In der fünften Runde, sechsten Runde befinden wir uns jetzt hier in sechs Runden. Einfach mal sieben Positionen. Die Hälfte der Zeit ist auch schon abgelaufen. Also nur noch 10 Minuten auf die Uhr, beziehungsweise jetzt nur noch 9 Minuten und 50. Da sieht man schon, da wird die Luft dann doch schon was schwerer, da ranzukommen an die zwei hier, an die Stuhl und den Rutkowski. Da muss er sich dann doch nochmal ein bisschen anstrengen, das geht nicht mal ebenso. Na, da sieht man, es hat das sogar leicht übertrieben, leichtes Übersteuern, Untersteuern, mein Gott. Musste dann die Lenkung auf jeden Fall nochmal aufmachen. Und jetzt hier ist er aber dran. Startziel erst dran. Windschatten, die zweite. Danny Rutkowski versucht er zu verteidigen. Mal sehen. Nein, man versucht er nicht. Benjamin Estorf geht wieder nach außen und versucht es. Nein, bremst er nicht rein. Hat gemerkt, Danny Rutkowski ist sehr spät auf der Bremse gewesen. Dadurch konnte er sich da nicht noch später reinbremsen. Ich glaube, sonst wäre er zu weit nach außen geschossen. Hat aber jetzt hier richtig viel Speed mitgenommen in die SS rein. Aber es klappt nicht. Rutkowski macht es frei. Versuch außen um Estorf, aber das klappt nicht. Jetzt hier bergauf, da sieht das blindes Anbremsen eigentlich hier für die Kurve. Na gut, im GT4 geht das alles noch. Da ist es ein bisschen langsamer, im GT3 ist es dann doch schon was schwieriger. Da kommt man mit etwas mehr Speed hoch. Und versucht das jetzt hier wieder. Jawohl, wie beim Dirk Landwehr. Bremst er sich hier rein. Uiuiuiui. Aber ganz, ganz, ganz spät hier auf der Bremse. Das war mal richtig, richtig spät. Das möchte ich mir nochmal im Replay angucken. Ob da nicht sogar was passiert ist. Nein, Rutkowski hat das sogar gesehen. Hat da einen Crossover gemacht. Hab da gerade noch gesehen. Alles gut gegangen. Hat das gesehen, dass da Estorf zu spät auf der Bremse war. Bin mal sehr, sehr gespannt. Vorsprung Estorf auf Stuhl. Ne, knapp eine halbe Sekunde, beziehungsweise ihr seht es auch. Das ist viel, viel, viel weniger. Aber der Vorsprung dann nach vorne, das sind 6 Sekunden jetzt zuletzt gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. 5,2 bis auf Platz 2. Also da muss dann hier Benjamin Estorf sich mal richtig, richtig anstrengen. Und wir haben nur noch 7 Minuten. Hier wieder ein Esses. Also man sieht schon, hier muss das Training auf jeden Fall richtig, richtig gesessen haben. Er hat hier einige Stunden verbracht. Das Quali wollte anscheinend nicht sitzen. Warum auch immer. Aber das Rennen sitzt auch hier umso besser. Aber ich guck mal eben ein bisschen oder warte mal noch, bis er dran vorbei ist. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Ich habe Angst, dass ich irgendwo einen Zweikampf verpassen könnte, der vielleicht sogar irgendwo schon stattfand. Andi Stuhl momentan 18. Position. Heidewitzka, was ist denn mit dem passiert? Aber hier, da versucht das wieder. Geht da auch souverän dran vorbei. Die Jungs, die lassen ihn da aber auch einfach ziehen. Die winkeln ihm ja quasi schon vorbei. Damit jetzt Position 3 für Benjamin Estorf. Boah, kommt aber mit einem leichten Quersteher raus. Wir haben Kontermöglichkeit für Daniel Stuhl. Aber ich glaube nicht, dass er das wagen wird. Wenn der die Zeiten kontrolliert, dann wird er auch wissen, dass der Junge da vorne richtig schnell ist. Der kann auch nicht kontern. Jetzt haben wir erstmal 6 Sekunden Zeit. Die muss nämlich Benjamin Estorf erstmal aufholen.
bis wir hier den nächsten Zweikampf sehen. Also, gehen wir mal durch wieder. Daniel Stuhl, Vierter, Rutkowski, Fünfter. Vincent Joel, also hier hat sich nicht viel getan im Quartett. Haben sich mal kurzzeitig jetzt ein bisschen auseinandergezogen, weil sich da Benjamin Esthoff zwischengequetscht hat. Thomas Kübler, der ist immer noch vor Marc Spengler, Speller auch viel Zeit verloren nach dem Verbremser. Dann haben wir hier Michael, richtig gut unterwegs, Matteo, sein Sohn. Ich glaube, dass es so war, Matteo war der Sohn. Heute nicht mit dabei. Und jetzt muss ich hier Michael gegen Jan Mertens wehren. Jan Mertens da auf dem Kies. Beziehungsweise Grasnarbel. Alles aber nochmal gut gegangen hier. Ralf Ketter in 12. Position. Alexander Heim, 13. Position. Da tut sich gerade nicht viel. Der ist hier ganz chili-mili unterwegs. Felix Michel, 14. Position. Dann haben wir Morten Ansmann dahinter. Der drückt jetzt sogar richtig hart hier auf Felix Michel. Alexander Heim, was macht der denn da? Das Ding ist auch mal richtig Kernschrott jetzt. Was machst du denn da, mein Freund? Da gehen wir mal drauf. Zack. Einmal gucken, was macht der Junge denn hier? Also hier noch alles super gut. Kommt hier auch schön flüssig raus. Also ich verstehe gar nicht, was da passiert ist. Da hebelst dem aber mal richtig aus. Ja, da wollte der Alex dann doch ein bisschen zu viel. War wohl doch nicht so chili-mili, wie ich gedacht hatte. Ey, der Witzka. Das Auto ist mal richtig hin. Und damit Felix Michel und Morten Angstmann dran vorbei. Der hat mal gesehen, dass der Körper böse ist. Der hat ja hier fast schon zum Überschlag geführt. Andreas Heuf, der jetzt hier auf Alexander Heim drückt. Alex muss da aber aufpassen. Das ist ja schon fast gefährlich, was der Alex da macht. Warnblinklichtanlage ist an. Bringt aber sich hier jetzt safe in die Box. Ich denke mal auch, dass er hier Spiegelei-Flagge hatte. Und damit Timo Löw eine Position im ersten Rennen schon mal wieder gut gemacht hier. Joel Tilner, der macht da vorne ganz, ganz ruhige Kaffeefahrt. Wenn ich das richtig gesehen habe, 3 Sekunden der Vorsprung. Ja, 3,6 Sekunden. Dann haben wir Michael Steinbeck dahinter. Benjamin Esthoff, jetzt wird es langsam echt zäh. 4,4 Sekunden noch. Also da denke ich, wird es nicht mehr zu einem Überholvorgang kommen. Zu einem Zweikampf, sage ich mal, kommen. Dann dahinter tut sich eigentlich auch nicht mehr. Die fahren hier eher mehr spazieren, als dass sie hier zusammen fighten, würde ich behaupten. Aber alles gut. Lieber safe. Aber ich kann euch sagen, im zweiten Rennen sieht das immer anders aus. Die tasten immer sich erst ran. Und im zweiten Rennen gibt es dann mal richtig auf die Nase. Also hier Rutkowski, 5. Position. Vincent Joel, 6. Position. Ja, Rutkowski zeigt sich da aber mal. Wollte man vielleicht nervös machen oder so, ich weiß es nicht. Dirk Landwehr, 7. Position. Thomas Kübler, der kommt auch nicht an dieses Quartett daran. 7,4 Sekunden der Rückstand. Könnte irgendwo hier noch was entstehen? Ich glaube nicht. Andi Stuhl ganz, ganz nah dran an Hegenbart. Da gehen wir mal drauf. Aber Turn 1 doch ein bisschen stark verbremst. Luigi S ist hier, kommt da nicht dran.
Guck mal eben drauf. Ist das sogar die letzte Runde? Nein, wir werden sogar noch eine fahren, wie ich gerade sehe. Also, Joe Tölner geht jetzt hier in die letzte Runde hinein. Souveräner Vorsprung von 4 Sekunden auf Michael Steinbeck. Und Michael Steinbeck nochmal einen kleinen Vorsprung von 4 Sekunden auf Benjamin Esshoff. Der hat nochmal richtig was gut gemacht in der letzten Runde. Aber ich denke nicht, dass er jetzt hier in der letzten Runde einfach mal eben so 3,5 Sekunden verpuffeln lässt. Also das bezweifle ich mal ganz, ganz, ganz stark. Andi Stuhl musste auch wieder abreißen lassen gegenüber Hegenbart. Und dann gehen uns hier auch langsam die Zweikämpfer aus. Da haben wir noch den Jan Mertens, der hier ganz, ganz nah an Michael dran ist. Oh, hat sich da mal gezeigt, aber nichts passiert. Also hier, denke ich, wird auch nicht mehr viel anbrennen, außer Michael macht hier einen Fehler. Und Joel Tölner, der muss jetzt hier für Rennen 1 noch einmal hart runterbremsen. Hier nochmal schön über den Curb, super gut rumkommen, den Schwung mitnehmen. Jawohl, das klappt gut. Und jetzt gleich schön durch die langgezogene Rechtskurve. Links. Links. Rechts. Entschuldigung. Und damit hier Win Nummer 1 in Rennen Nummer 1 für Joel Tölner. Auf Platz 2 haben wir Michael Steinbeck. Dann zweiter Team Nose Bubble Fahrer Benjamin Esdorf auf Position 3. Dann haben wir Daniel Stuhl. Vierte Position. Benny Rutkowski, fünfte Position. Vincent Joel, sechste Position. Dirk Landwehr, siebte Position. Thomas Kübler, der kommt da jetzt auch übers Ziel. Achte Position. Max Speller, neunte Position. Dann haben wir Michael. Der muss sich noch mal ein bisschen wehren. Aber alles gut abgewunken vor Jan Mertens. Jan Mertens, elfte Position. Ralf Gettern, zwölf. Dann haben wir Morten Angstmann. Auf 13. Dann haben wir den Andreas Holft, 14. Position. Felix Bichel, 15. Position. Michael Hegenbart, der muss sich hier nochmal wehren. Und. Ja, hat's noch geschafft vor Andi Stuhl. Also 16. Position. Andi Stuhl, 17. Timo Löw, 18. Position. Ich sag ja, der muss die Leichen aufsammeln. Hat er geschafft. Alexander Heim, 19. Position. Und damit letzter Platz. So, die Jungs fahren jetzt noch einmal gemütlich eine Runde in die Box hinein. Da weiß ich gar nicht. Ne, dann stehen die direkt wieder Startziel. Jawohl, da stehen sie nämlich direkt wieder. 2 Minuten haben wir. Und dann geht's sofort wieder los. Ich gehe mir eben was Kühles zu trinken holen. Und dann bin ich wieder für euch da, meine Freunde.
30 seconds. So, ganz genau rechtzeitig gekommen. Safety Car ist nach vorne gekommen. Eieieiei, muss ich mich aber jetzt mal ganz, ganz schnell beeilen. So, Safety Car sitzt vorne, fährt gerade los. Nochmal 20 Minuten Action. Und ich bin tierisch gespannt auf dieses Rennen jetzt. Also ich hoffe wirklich, dass die Jungs jetzt hier doch nochmal ein bisschen mehr in die Waagschale werfen. Nicht so krass in die Waagschale wie der Max Speller eben gegenüber Thomas Kübler, wo nur noch ein Blatt Papier zwischengepasst hat. Aber so ein bisschen fighten, das wäre schon geil. Also gerade im zweiten Rennen, und eigentlich ist es immer so gewesen, dass das erste Rennen so ein leichtes Antesten war und das zweite Rennen dann doch nochmal so ein bisschen mehr Action bietet. Also bin mal sehr, sehr gespannt. Auch gespannt, wie Benjamin Estorf jetzt hier gleich wieder durchs Feld kommt. Also der hat ja souverän das erste Rennen dominiert, muss man sagen. Also der hat mal ordentlich viele Zweikämpfe gehabt. Ja, wenn man Zweikämpfe nennen kann, er hat auf jeden Fall viele Leute überholt. Ja, und war cool. War cool. Ich hoffe, der kommt dann nochmal an seine Pace ran. Die halt im Quali, wie man es jetzt schon wieder sieht. Ne? Er startet von Position 15 sogar. Ja, also da hat das Quali einfach nicht gepasst. Sammeln sich jetzt hier allmählich wieder zum Double File. Sollten das sogar schon vor der Schikane machen, wie ich gerade sehe. Weil hier gehen sie alle schon in Double File hinein. Aber das Safety Car wartet trotzdem erst nach der Schikane. Genau, da seht das. Oh, wie schön. Die Fahrzeuge sich doch dann jetzt hier sortieren. Ein bisschen nah beieinander, das muss man schon sagen. Das sieht man dahin. Ui, Felix Bichl macht richtig schön durchgehämmert. Aber die Fahrzeuge hier noch gut geghostet. Also da passiert erstmal nichts. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ah, Andi Stuhl, musst du ein bisschen aufpassen. Ist das Andi Stuhl? Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, Andi Stuhl ist das. Daniel Stuhl, Entschuldigung. Daniel Stuhl, der da mit dem blauen Fahrzeug ein bisschen hin und her. Aber das ist eigentlich nicht so erlaubt, glaube ich, meine ich. Aber ja, Safety Car ist eingefahren. 70 ist jetzt erlaubt. Und die Ampeln gehen jetzt hier jeden Moment auf grün. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Rennenstart Nummer 2. Ich gehe mal ein bisschen weiter mit der Helicam nach hinten, um dann doch ein bisschen mehr zu sehen. Und die Ampeln sind auf grün. Wieder ein super Start hier von Steinbeck. Aber Joel Tillner hat die Innenbahn. Kann er die halten oder nicht? Diesmal ist Steinbeck ein bisschen weiter vorne. Aber Joel Tillner super auf der Bremse. Ein Hauch später. Und damit hat er das jetzt auch geschafft. Steinbeck mit Schwierigkeiten beim Ausbeschleunigen wird sogar jetzt von Andi Stuhl noch überholt. Hinten gab es eine Berührung zwischen Dirk Landwehr und Vince und Joel, wenn ich es richtig gesehen habe. Danny Rutkowski, der versucht jetzt hier auch noch dran vorbeizugehen an Steinbeck. Aber Steinbeck, der lässt das nicht mit sich machen. Der hängt sich direkt an Daniel Stuhl. Der will den Fehler wieder gut machen, den er gemacht hat in Turn 1. Ah, Vincent Joel, da ist auch ein bisschen eng. Der fightet da auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz hart. Gehen wir mal weiter durchs Feld. Benjamin Estorf, wo befindet er sich denn schon? Boah, schon Position 10 von dem. Was ist denn das für ein Start? Was macht er denn da? Der fliegt ja förmlich durchs Feld. Timo Löw auch noch gut am Feld dran. Start also auch richtig gut mitgenommen. Da sah es eben ein bisschen weiter aus. Felix Bichl hat auch schon Position gut gemacht. Da wird gerade gefightet, das ist Jan Mertens und Andreas Häuft.
Ui, da müssen die zwei Randale Racing-Fahrer noch aufpassen, dass sie sich gegenseitig in die Karre fahren. Jetzt versucht Jan Mertens, sich da rein zu bremsen. Schafft das oder schafft das nicht? Nein! Der guckt noch ein bisschen. Haut sich da nicht ganz einfach reinzuschließen. Da dreht sich einer. Wer dreht sich da? Ah, Michael steht da ganz, ganz, ganz übel. Hat sich da eine Schikane gedreht. Ich habe nicht genau gesehen, was der... Wow, schlägt sogar noch mal ein. Eieieiei. Muss da jetzt aufpassen. Felix Büschel durch den Unfall in Position noch mal gut gemacht. Ist an Alexander Heimbrand vorbei. Wildes Ausscheren hier von Randale Racing. Die fächern mal richtig groß aus. Aber da passiert gerade nicht viel. Aber da ist ein bisschen Rauch und Nebel. Da nimmt einer ein bisschen mehr von der Strecke mit, als er dürfte oder sollte. Wer ist das genau? Da vorne ist das Hegenwart. Hegenwart mit Andi Stuhl. Das kann gut sein. Hier ein schönes Trüppchen. Da haben wir Ralf Gettern, Andi Stuhl und Michael Hegenwart. Der nah beieinander. Auch das Quartett dahinter hier. Andreas Wolf, Jan Mertens, Felix Michel und Alexander Heim. Ein schönes, schönes Quartett hier. Zweimal orange. Boah, ja. Jan Mertens sagt ganz, ganz, ganz weit kommen. Er will es aber richtig wissen. Hat auch so ein paar brenzlige Situationen schon im ersten Rennen gehabt. Da muss er echt aufpassen, dass das Auto nicht verliert. Sein Teamkollege kann davon berichten, wie schön sich doch so ein zerstörtes Auto fahren lässt. Ah, Felix Michel jetzt doch ein bisschen weit raus. Alexander Heim versucht es auf der Innenbahn. Jetzt auf der Außenbahn für die Schikane. Gibt's da die Berührung? Nein, Felix Michel, aber ganz hart auf der Bremse. Ganz hart auf der Bremse. Der schiebt da einen Keil zwischen Randale Racing. Alexander Heim auch nicht ganz zufrieden damit. Gibt die Lichthupe. Mein Fall dafür wäre die Nebelschlussleuchte. Aber die Tasten gibt es leider nicht. Aber hier wirklich auf allerletzte Rille unterwegs. Also Alexander Heim will es auf jeden Fall wissen. Will hier an Felix Michel vorbei. Bremst sich jetzt hier Turn 1 wieder rein. Wir bleiben auf jeden Fall hier auf den Zweikampf. Ich glaube, das könnte hier noch richtig hitzig werden zwischen den beiden. Ist aber jetzt dran vorbeigegangen. Turn 1 geklappt, hat sich da schön innen reingebremst. Gut genommen hier und bleibt an seinem Teamkollegen Jan Mertens dran. Boah, da ist schon wieder große Rauchentwicklung. Wer ist das? Ist das? Nee, innen ist Alex. Andi Stuhl ist innen. Hei. Versucht hier im Zweikampf Michael Hegenbart zu überholen. Aber wird da nur auf die Grasnarbe gedrückt. Andreas Häuf jetzt hier im Doppelfeuer von Randale Racing. Der eine links, der andere rechts. Was machen die zwei da? Ein bisschen aufpassen müssen sie schon. Hier sind Rookies unterwegs. Felix Michel, was macht der denn da? Ist der denn nur geisteskrank? Eieiei, geht da zwischen beide Randale Racing-Fahrzeuge. Den einen hat er sogar berührt und rausgedrückt. Eidewitzka, ich sag ja, die Partie da hinten zwischen den beiden, habe ich erst gedacht, wird noch richtig hitzig. Ein zweiter Randale Racing-Fahrzeug, was da fast rausfliegt. Was ist denn da los, meine Freunde? Habt ihr das gesehen? Da gehen wir drauf, da gehen wir ins Replay. Das will ich mir noch mal angucken. So, hier kommen beide sehr schlecht raus. Felix Michel sieht das, bremst sich da rein. Drückt Jan Mertens dabei raus. Der kommt da schön weit auf die Grasnarbe. Aber Felix Michel lässt nicht locker. Alexander Heim aber genauso wenig. Versucht hier, kleine Berührung gab es da, glaube ich, aufs Rad. Geht da auf die Grasnarbe und zeigt wieder, dass er sehr unzufrieden damit ist. Aber da muss ich sagen, da hat er mitgespielt. Da wollte er auch nicht locker lassen. Wieder Angriffsversuch hier, Alexander Heim auf Felix Michel. Wieder Turn 1. Kommt wieder besser durch hier. Ja, ich glaube, wieder eine kleine Berührung, aber da hätte Felix Michel innen mehr Platz lassen müssen. Boah, Abflug wieder in den Esses. Esses an die Stuhl und die Esses. Die sind nicht gut für ihn. War wieder da auf der Grasnarbe unterwegs. Wie jetzt ihre ganzen Runden davor, wo ich es immer mal wieder gezeigt habe. Und ist jetzt ausgeflogen.
Fahrzeug beschädigt, der Einschlag muss hart gewesen sein. Ich denke mal, dass da die Achse bestimmt was abgekriegt hat. Ja, Alexander Heim anscheinend schneller unterwegs, greift jetzt die Andreas Häuft an und geht auch easy dran vorbei. Oh, doch nicht, uiuiui, Häuft an. Ich muss mich echt beherrschen hier, sonst fallen mir hier gerade noch ein paar Wörter gleich raus. Uiuiui, also das war mal richtig, richtig knapp hier gerade. Häuft das Auto aber nochmal gut abgefangen. Währenddessen da hinten Felix Michel, Jan Mertens, also das ist mal... Ui. Also ich glaube, da glühen gleich noch ein paar Glühbirnen durch. Brennen gleich noch ein paar Glühbirnen durch. Also da ist ein bisschen zu viel Feuer im Spiel, würde ich fast behaupten gerade. Aber ich habe es euch gesagt. Ich habe euch gesagt, schnallt euch an. Das zweite Rennen, das wird mal richtig krass. Ich weiß gar nicht mehr. Guck mal, Benjamin Estorf habe ich gerade gesehen. Schon fünfte Position. Der Typ, der ist einfach nur krank. Ey. Was ist mit dem heute los? Der ist von der Tarantel gestochen worden. Ich weiß es nicht. Muss schnell nach Hause oder auf Klo. Will das hier ganz, ganz schnell hinter sich bringen. Position 5. Direkt im Nacken vom Andi Stuhl und Danny Rutkowski. Da gab es auch Positionenwechsel. Michael Steinbeck wieder auf Position 2. Aber auch schon wieder 4 Sekunden hinter John Pillner. Danny Rutkowski, dritte Position. Daniel Stuhl, vierte Position. Benjamin Estorf direkt dahinter den beiden. Dirk Landwehr, der guckt sich das alles schon wieder in 1,4 Sekunden Entfernung aus an. Vincent Joel, auch sehr weit abgeschlagen diesmal, kommt da an Dirk Landwehr nicht dran. Hat aber Thomas Kühler jetzt sogar im Nacken und Morten Angstmann. Marc Speller, 10. Position. Kann da auch diesmal die Pace nicht mitgehen hier. Hegenbart, 11. Position. Häuft, 12. Position, hat Alexander Heim immer noch hinter sich. Oder wieder hinter sich. Jan Mertens jetzt an Felix Michel vorbei. Felix Michel, ist auch schon eine kleine Lücke entstanden. Ich glaube, da kann er erstmal nicht angreifen. Da ist die Luft jetzt mal gerade ein bisschen raus. Aber ich glaube nicht lange. Alexander Heim da vorne, wieder Angriffsversuch, wieder über die Außenbahn. Und Häuf kommt da nicht mit klar, lässt jetzt hier die Lücke frei. Ich glaube, da gab es auch schon wieder eine Berührung auf die Hinterachse. Michel da ganz aggressiv unterwegs. Hey, der Witzka, der Typ ist aber heute mal richtig on fire. Der will es ganz, ganz klar wissen. Ralf Kettern, warum ist der auf einmal da hinten? 16. Position momentan. Also hier alle noch relativ nah beieinander. Benjamin Estorf, sich sogar schon Daniel Stuhl geschnappt. Ist jetzt direkt dahinter Danny Rutkowski. Und dann geht es auch schon in Richtung Position 2. Der ist nämlich diesmal gar nicht so weit weg. Der ist 1,6 Sekunden nur vom Benjamin Estorf entfernt. Und wenn ich die Zeit vergleiche, Heidewitzka. Aber wobei, Steinbeck, der kann gut kontern. 1,45, 5. 3,7 Grad geschafft. Also die drei hier gut unterwegs hier. Benjamin Estorf, Steinbeck, Joel Tillner relativ auf einer Ebene unterwegs. Also alle drei 45 Fünfer Zeiten hier unterwegs. Aber gehen wir mal da hinten, wo der Kessel am Brennen ist. Felix Michel jetzt outside. Kommt hinter Ralf Kettern wieder auf die Strecke. Einen Schluck trinken. Also ich brauche jetzt mal. Scheint sich ja gerade ein bisschen zu beruhigen hier. 9 Minuten haben wir noch auf der Uhr, also über die Hälfte schon vorbei. Da vorne gibt es den nächsten Fight. Was ist das? Thomas Kübler gegen Alexander Heim. Alexander Heim auf der Außenbahn. Er kann dann nicht angreifen.
sehr gut gemacht hier vom Kubi. Da Schwierigkeiten beim Rausbeschleunigen in SS. Leichten Quersteher gehabt und jetzt ist Alexander Heim daneben. Nein, nicht ganz. Dietmar noch mal ein Stück zurück. Hier im Tour weit runter. Vorsichtig da. Kübler immer noch die Nase vorn. Super gemacht hier von Kübler. Der lässt sich hier von den Rookie-Lehrern nichts zeigen. Der lässt sich das nicht mal eben so gefallen. Aber hier häuft und Heim jetzt dran vorbeigeschossen. Mertens der Nächste, der dran vorbei will. Und jetzt Ralf Kettern da hinten auch immer noch mit Felix Michel im Nacken. Da gab es jetzt die Berührung. Die Berührung. Kübler, wer ist das gewesen? Da gehe ich drauf, da will ich dabei sein. Klatsch, 1, 2, 3. Nee, das war nicht er, das war Kübler, war auf jeden Fall mit dabei. Der steht sogar immer noch. 30 Sekunden einfach mal zurückspulen und gucken, was da passierte. Also, Kübler kommt hier rum. Schade, dass man das nicht verlangsamen kann. Das wäre cool. Kübler kommt hier rein. Gucken, gucken, gucken. Ah, okay, er berührt sogar häuft. Alles klar. Ah, okay, okay. Da war Randale Racing. Ich habe schon erst gedacht, Randale Racing. Aber Kübler berührt Häuft am Heck. Dreht Häuft raus. Bitter natürlich dafür Häuft. Aber hat fair gewartet. Beide natürlich jetzt richtig viel Zeit verloren. Hat fair gewartet hier. Hat seinen Fehler damit quasi wieder gut gemacht. Und fährt jetzt hier als Schlusslicht. So, aber damit haben wir jetzt hier Felix Michel und dahinter wieder Jan Mertens. Die zwei, die kennen sich auf jeden Fall. Und das nicht vor sehr langer Zeit. Letzt gesehen. Ralf Kettern, 12. Position. Der macht das richtig gut. Der wehrt sich hier schön gegen Felix Michel. Alexander Heim hat jetzt erstmal freie Fahrt und das merkt man direkt, kann sich sofort lösen von der Truppe. Saugt sich ganz, ganz langsam hier an Hegenbart dran. Da geht es sich um Top-10-Platzierung. Das Auto schon mit sehr vielen Kratzern unterwegs. Hegenbart, der sieht das. Müsste 5 Minuten noch durchhalten, aber ich glaube, das schafft er nicht. Aber Hegenbart diesmal richtig gut unterwegs. Erste Rennen lief nicht so bombig für ihn. Aber jetzt dann doch was besser. Kann eine gute Pace fahren, muss man wirklich sagen. Eine gute Pace hat er auf jeden Fall auf dem Schuh. Wobei Alexander Heim jetzt im letzten Umlauf eine 45,6 gefahren ist. Gucken wir mal vorne. Hier, Zweikampf um Position 2. Das hätte ich jetzt fast verpasst. Zweikampf um Position 2. 0,2 Sekunden der Abstand. Aber das ist egal. Wir sehen, dass er direkt dran ist. Wird das hier Doppelsieg für Team Nosebubble? 4 Minuten 50 noch auf der Uhr. Also ein bisschen Zeit hat Esdorf. Muss hier nicht alles auf eine Karte setzen. Kann sich hier Zeit lassen. Kann hier ein bisschen, ja, Michael Speck mürbe machen im Kopf. Mal hier links zeigen, mal rechts zeigen. Und das sieht danach aus, als wenn er das auch so durchziehen wird. Bremsmanöver hier in die Schikane rein. Das sieht richtig gut aus. Benjamin Esdorf geht sogar dran vorbei. Souverän. Keine Gegenwehr groß von Steinbeck. Hat das gesehen im Spiegel. Hat Platz gemacht. Hat auch Platz gelassen. Sehr schön gemacht. Keine Kontermöglichkeit jetzt hier von Steinbeck. Und ist damit jetzt auf die dritte Position zurück. Und Esdorf auf 2. Mal sehen, ob er hier seinem Teamkollegen nochmal gefährlich wird. Oder ob die beiden hier mit P1 und P2, so wie es jetzt ist, zufrieden sind. Da wieder ein bisschen Rauchentwicklung. Dirk Landwehr, starkes Rennen hier von ihm. Bleibt an Daniel Stuhl auf einmal dran.
läuft auf jeden Fall ganz klar besser als das erste Rennen. Vincent Joel musste diesmal ordentlich nachlassen. 8 Sekunden schon der Rückstand auf Position 6. Ja, das stimmt, Fucky, gebe ich dir recht, hat da die Tür wirklich auch offen gelassen. Morten Angstmann, der könnte hier Vincent Joel sogar noch Angst machen. Mal sehen, Abstand 1,8 Sekunden, 3 Minuten noch auf der Uhr. Wie viele Runden sind das denn noch? Wir kommen jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, noch nicht überstanden ziehe. Wo befindet der sich jetzt hier an? Bremspunkt, Schikane. Gut durchgekommen. So, und jetzt muss ich einmal hochrechnen. Das heißt, wir fahren jetzt die Runde und dann werden wir noch eine Runde fahren. Also 2 Runden haben wir hier noch auf der Uhr. Und dann, denke ich, wird das Rennen vorbei sein. Oder richtig? 1,45er Zeit. Ja klar, 2 Runden jetzt noch. Also befinden wir uns hier langsam in der Schlussphase. Vorsprung 4,2 Sekunden auf den Teamkollegen. Wie sieht's da hinten aus? Felix Bichel hinterhäuft. Wo ist denn Jan Merten? Jan Merten hat sich mal richtig weit nach vorne gekämpft. Was ist das denn auf einmal? Position 12. Wie ist denn da hingeflattert? Gegen Bart auch musste Alexander Heim ziehen lassen. Alexander Heim sogar im Zweikampf mit Speller. Ist auch dran vorbeigegangen. Da haben wir Michael dahinter an die Stuhl. Andreas häuft. Und Felix Bichel immer noch auf Position 16. Ui, das Fahrzeug sieht aber auch nicht sehr gesund aus. Thomas Kübler, 17. Position. Ralf Kettern, 18. Ui, das sieht aber auch nicht so gesund aus. Könnte das vielleicht die Chance sein, für Timo Löw hier doch nochmal was gut zu machen? Gucken wir mal, Abstand von ihm, 13 Sekunden. Oh, vielleicht. Das Auto auf jeden Fall von Kettern sah jetzt nicht gerade aerodynamisch perfekt aus. Mal sehen. Letzten Runden einfach mal beobachten hier. What? Vorsicht, Timo. Lass das Auto ganz. So, und jetzt kommen wir hier zur letzten Runde. Meine Fresse. Mein Gott, ging das jetzt schnell. Okay, the leader is on the final lap now. Give it all you can. Wirklich schnell. Ich bin doch gerade so in die Linie gefahren. Joe Tilner geht jetzt in die letzte Runde. Benjamin Estorf, der kommt da nicht dran. Abstand immer noch 4,2 Sekunden. Also die zwei fahren das so nach Hause. Michael Steinbeck, 3. Position. Muss aber langsam was abreißen lassen. 2,1 Sekunden schon der Abstand. Danny Rutkowski. Da wird, denke ich mal, auch nicht mehr viel anbrennen. 4,9 Sekunden der Abstand zum Podium. Aber dahinter ist es dann doch nochmal was enger. Daniel Stuhl. 1,2 Sekunden dahinter. Dann direkt dahinter. Am Getriebe von Daniel Stuhl. Beziehungsweise, nee, die haben ja Frontmotoren, die Jungs. Naja. Also doch nicht am Getriebe. Direkt an der Auspuffanlage von Daniel Stuhl. Dirk Landwehr auf der 6. Position. Vincent Joel, 7. Position, 12 Sekunden dahinter. Also da konnte er wirklich irgendwas, Konzentrationsschwierigkeiten, ich weiß es nicht so ganz. Oh, da auch nochmal ganz schön übers Kies drüber. Vorsicht, mein Freund. Nicht so in der letzten Runde nochmal wegschmeißen, das Ding. Morten Angstmann, der muss sich hier verteidigen gegen den Rookie-Lehrer. Alexander Heim. Marc Speller, Position 10. Hat sich hier fast aus allem rausgehalten, was man sehen konnte. Gelbe Flaggen. Wo haben wir gelbe Flaggen? Ich gehe von hinten durch.
Immer noch gelbe Flaggen. Thomas Kühler. Nein, auch nicht. Felix Bichel auch nicht. Ui, die Jungs da vorne sind sogar schon durchgefahren. Joel Tilner 1. Benjamin Estoff 2. Steinbeck 3. Danny Rutkowski 4. Dann haben wir Daniel Stuhl hat es geschafft. Hat die fünfte Position nach Hause gefahren. Dirk Landwehr 6. Position. Vincent Joel kommt hier auf der 7. Position rein. Morten Angstmann schön verteidigt gegen Alexander Heim. 12. Position. 9. Position von Alex. Dann haben wir 10 Positionen. Randale Racing fährt sich dann nochmal gegenseitig in die Karre. 10. Position haben wir da Max Speller. Dann haben wir Michael Helvejak. Helvenjak. So, Entschuldigung. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, berichtige mich auf jeden Fall. Sprech mit mir und dann macht das. Ja, klar, der ist sehr stark. 0,5. Der hat auf den gewartet, um so ein schönes Foto, finde ich, zu machen. Der fährt ja nicht einfach. Ich kann dir die Zeit sagen. Ja, der hat auf jeden Fall auf den gewartet. So, Andi Stuhl steht sogar schon in der Box. 12. Position. Andreas Häuf, 13. Position. Felix Bichel, 14. Position. Ich glaube, das zweite Rennen ist auch für ihn ziemlich vergessen. Aber Fights waren auf jeden Fall da. Dann haben wir Michael Hegenbart, 15. Position. Jan Mertens, 16. Ui, den hat es aber nochmal ganz schön nach hinten gescheppert. Dann Thomas Kübler, 17. Position. Dann haben wir... Schade. Green Line, give it all you got. Oh, warum hat er mir die Liste jetzt verhauen? Ah, sehr, sehr, sehr schade. Aber wir haben es ja fast durchgekriegt. Ja, auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Also, die zwei da hinten, die sind schon... Es war ein schönes Rennen, muss man sagen. Das zweite Rennen ist so, wie ich sagte. Es ist einfach so, wie ich sagte, im zweiten Rennen. Da hauen die sich nochmal richtig, richtig den Lack kaputt. Und, ja, was will man machen, ne? Also, ich kann nicht mehr sagen als tun, ne? Also, wenn ich sage, die machen das, dann machen die das, ne? Also, ich bin, man nennt mich auch den Don. Nein, Scherz. Scherz, Spaß beiseite. Jetzt funktioniert der Ton hier wieder. So, also meine Freunde, war ein super, super Rennen. Ich guck mal eben kurz auf mein schlaues Teamspeak, ob ich denn heute ein paar Interviewgäste habe. Das sieht nicht danach aus. Die Jungs sind, denke ich mal, fast noch fix und fertig. Und ja, ihr habt es immer mal wieder gesehen, da wird Werbung von uns eingeblendet. Also wenn ihr Interesse habt, hier bei der RVGT reinkommen, ne? Also immer mal wieder auf die Links klicken, die hier erscheinen. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Command-Funktion da irgendwie mit dem Aus... Ich meine, Command-Funktion heißt ja... Ich weiß das nicht. Ich bin da nicht so der Techniker. Aber ihr müsst einfach Ausrufezeichen und dann RVGT zum Beispiel reinschreiben. Und dann kommt da halt der Link zum Forum, ein Beispiel. Und ja, dann seid ihr ganz, ganz, ganz schnell hier bei uns. Könnt da mal rumstöbern. Gibt immer viele interessante Sachen. Zum Beispiel den Afterworld Cup, der dienstags eine kleine Fun-Serie, die immer mal wieder kommt. Und ja, siehste, Biscuit macht's schon mal. Genau, da kommt er zum Forum. Und ich sehe es gerade. Diese Woche sogar Fun Friday in ACC am Freitag. Also kommt vorbei. Spaß bis in alle Backen, definitiv. Also ich kann da an legendäre Abende erinnern, wo wir hier bis 1 Uhr morgens saßen und den Fun Friday gemacht haben. Also super, super cool, macht immer Spaß. Und ja, nächste Woche geht's auch weiter mit dem Afterworld Cup. Ich habe das jetzt ein bisschen verschoben, damit ich hier die Serie, sonst hätte ich zwei Tage direkt hintereinander immer und irgendwie, ich muss auch noch gucken, dass ich ein bisschen real life unter die Backen kriege. Deswegen habe ich das verschoben. Nächste Woche ACC Afterworld Cup in iRacing. Wir fahren Mazda MX-5, glaube ich, ist das. MX-5, ne? Es geht in MX-6, ne? Gibt es, glaube ich, gar nicht. MX-5 auf Summon Point. Daten dazu und allem drum und dran gebe ich aber morgen Abend im Forum. Also schaut da auf jeden Fall rein. Ich werde in jedem Sim-Racing-Bereich einmal teilen, damit ihr den Weg auch dorthin findet.
Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich jetzt hiermit ab. Bedanke mich vielmals fürs Einschalten, fürs Anfeuern der Leute. Und freue mich dann schon in 2 Wochen, wenn es heißt Ungaroring. Also da bin ich happy drauf. Wird auch eine coole Strecke. Da gibt's auch wieder ein paar knifflige Stellen. Und deswegen freue ich mich schon drauf. Und würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend. Und bis die Tage. Auf Wiedersehen, meine Freunde.
Thank you.